weitermachen. Weil das nämlich genau das ist, was den Unterschied macht. Wenn ich morgens schon aufstehe und weiß schon, während ich im Bett liege, gleich muss ich wieder, dann habe ich schon keine Lust. Aber manche Dinge im Leben, da geht es nicht um Lust. Da geht es darum, dass du durchs Leben läufst und ab und an schmeißt dir das Leben dann eine Herausforderung vor die Füße, die hast du dir gar nicht ausgesucht. Aber wir sind in diesem Leben halt nicht bei Wünsch dir was. Das heißt, die Frage ist, was passiert in dem Moment, wo etwas auf uns zukommt und unvorhergesehen kommt das Ganze, ungewollt, nicht zum richtigen Zeitpunkt. Ja, da gibt es nur eins, vorbereitet sein, wenn es kommt. Vorbereitet sein, wenn es kommt. Und was ist dieses Vorbereiten? Deinen Geist und deinen Körper schon so während des Lebens zu konditionieren, so auszubilden, dass deine Grundeinstellung eventuell einfach so ist, das Leben ist nicht einfach, aber du wirst von Tag zu Tag stärker, wenn das deine Philosophie ist. Es wird nicht passieren, dass das Leben einfacher wird. Das Leben ist einfach so, wie es ist. Hoch und runter, links und rechts, rein und raus und alles drum und dran. Frieden und Krieg hier, haben, nicht haben, Gewinn, Verlust, immer dasselbe. Immer dasselbe, seit Jahrtausenden, aktuell und in der Zukunft genau dasselbe, immer dasselbe. Frage? Ja, aber was soll ich persönlich, wie soll ich das machen? Nachdem ich das sehe, Vergangenheit dasselbe, aktuell Gegenwart dasselbe, Zukunft dasselbe, was soll ich tun? So, und meine Antwort, unsere Antwort, eine Sache davon ist, mach dich stärker. Körperlich stärker, geistig stärker, emotional stärker. Und für diese Stärke gibt es eben verschiedene Übungen. Übungen, die etwas an dir, in dir hervorbringen, womit du dich eben dann konfrontieren musst und dann feststellst, was für ein Mensch bist du? Was für ein Mensch bist du eigentlich?